Ich habe nur die Schuhe gesehen. Ich weiß nicht, was ich kann mir schon vorstellen. Sie kommen. So, wir sind von der SRF. Also, haben Sie schon etwas gesehen von deinen Nachbarn? Ich habe gesagt, ich kann nur sagen, dass sie Füße haben. Ich habe die einzige Sache, dass ist etwas ihr Verdächtiges aufgefallen? Ja, ab und zu hat die Waschmaschine zwei Tage nacheinander gebucht. Das ist eigentlich Stoß gegen die Verwaltung, wenn wir auf dem Dachboden hatten. Das ist verrückt. Gibt es einen Dachboden? Ich wusste nicht. Niemand hat mir gesagt. Also, die Verwaltung hat mir nie gesagt. Ich kann es nehmen, wahrscheinlich. Diese Witze ist sehr lustig in Zürich, wo es sehr schwierig eine Wohnung zu finden ist. Wahrscheinlich in Mexiko ist es einfacher, weil es nicht so lustig hier. Aber ja, also in Zürich ist es so schwierig eine Wohnung zu finden, dass ich habe angefangen, zu Beerdigungen zu gehen. Okay? Das mache ich regelmäßig, meine Wohnung zu finden. Ich identifiziere die Familie, okay? Und dann sage ich, mein Beileid, wohnt er allein, können wir nach die Beerdigung eine kleine Wohnungsbesichtigung haben? Ist möglich? Ich würde auch die Möbel kaufen, also einfach, dass er weiß. Dass mir oft in Zürich passiert natürlich, wie viele Leute denken, dass ich auch aus Italien komme. Ja, normal, das ist ja aus Italien kommen. Aber ab und zu ist peinlich. Ich war zum Beispiel letzte Woche was zu sagen, oder? Aber dann fing ich an, kleine Hinweise, wir müssen jede paar Monate für etwas abstimmen, oder? Wir müssen uns abstimmen. Also ich bin nicht qualifiziert abzustimmen. Ich bin nicht mal, die Frage, die Sie stellen, sind zu schwer für mich, okay? Ich kann nicht, also vielleicht erinnert ihr, vor ein paar Jahren hatten Sie uns gefragt, wollt ihr 6 Milliarden Franken ausgeben, um neue Jetfighter zu kaufen? Habt ihr, erinnert euch diese Frage? Also ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Ich bin nicht qualifiziert, okay? Ich bin nicht qualifiziert. Es hat mir 4 Monate gebraucht, meine Velo zu wählen. Okay, auszuwählen, ich habe 4 Monate gebraucht. Und jetzt muss ich auch über Jetfighter entscheiden? Ich bin nicht qualifiziert, also ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Hat jemand in Ricardo oder Tutti.ch gesucht nach einem besseren Angebot? Hat jemand das gemacht? Ich weiß nicht. Brauchen wir diese Jetfighters jetzt oder können wir bis zum Black Friday warten? Ist das sind zu schwierig, diese Fragen für mich. Jemand hat auch keine Ahnung von diesen Fragen. Diese sind Entscheidungen, dass unser Parlament treffen sollte, oder? Dieses Jahr haben wir auch eine neue Bundesratmitglied, oder? Albert Rösti, ja? Wusstet ihr, dass man diesen Namen haben kann? Wusstet ihr, das war ein Name? Also, ich muss sagen, ich schäme mich ein wenig. Dieser Typ wird berühmte Leute kennenlernen, okay? Er wird die US-Präsident kennenlernen, okay? Es wird peinlich. Es wird peinlich, kannst du dir vorstellen? Mr. President, wir haben hier den Schweizer Präsident, Rösti. Und das ist, was der Krieg enden kann. Ja. Wir müssen einfach abwarten, dass Putin die Rettung von der Kita bekommt. Das ist, er kann nie genug Geld haben, um beide zu bezahlen. Okay. Und etwas, das wir müssen auch garantieren, weil diese Frau in der Schweiz ist, dass niemand sie anmacht. Okay? Wir können es nicht uns leisten. Kann ich euch vorstellen, der arme Kerl, der versucht, Putins Freundin anzumachen? Oder?
Ich kann mir schon vorstellen, sie sitzt dort in einem Café in Lugano. Es gibt diese Gruppe Italo. Und eine von denen ist interessiert, oder? Aber ist schüchtern. Okay? Und dann die Kollegen versuchen ihn zu motivieren. Sie sagen, komm schon! Red mal mit sie, komm! Komm! Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Der arme Kerl wird in einen Zug Richtung Sibirien aufmachen. Ist er eigentlich schon so. Aber Leute, ich fahre gern mit dem Zug. Wer fährt mit dem Zug? Ja, viele Leute. Ja, er ist bewegt, ich habe gern das bewegt. Ich habe mir neulich einen Luxus gegönnt. Ich bin in der ersten Klasse mit der S-Bahn gefahren. Ja, ich sollte ein bisschen arbeiten, ich habe gesagt, ich sollte ein bisschen Arbeit erledigen, ich fahre erste Klasse mit der S-Bahn. Ich wusste nicht, was zu erwarten. Ich wusste nicht. Ich habe gedacht, ja, vielleicht sie haben einen Aufzug, das Leute an den zweiten Stock bringt. Vielleicht haben sie künftig Champagner, ich weiß. Es ist genau das Gleiche. Sie haben nur das Farbe geändert. Das ist alles, was sie gemacht haben. Okay, sie haben auch den Teppich, okay? Sie können nicht die Teppich in die zweite Klasse haben, weil dort die Leute sich übergeben. Aber sonst ist die einzige Sache. Okay, und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war enttäuscht. Und als der Kontrolleur kam, ich sagte, Entschuldigung, aber schau, ich hatte etwas besser erwartet aus der ersten Klasse. Also, ich meine, es ist sehr teuer, ich dachte, das war besser. Und der Kontrolleur sagte, ja, aber es ist doch besser. Schauen Sie hier um, die Leute sind besser, die Leute. Das war verwirrt. Aber ich habe gesagt, okay, ich fahre erste Klasse, zumindest wird es eine ruhige Zeit, ruhige Ort sein. Ich muss arbeiten, okay. Aber nein. Da SBB diese geniale Idee hat, 20 Minuten vor der Ankunft der gesprächigste Mensch der Welt am Mikrofon geht. Oder? Meine Damen und Herren, wir treffen Bahnhof Berlin Gleis 3 an. In der Regel nach heute, 22:22 Gleis 4. Regelsprechs nach Uhr, 22:22 Gleis 3. Er sagt das ganze SBB-Portfolio. Ich weiß nicht, wieso er macht das. Ich weiß nicht, wer braucht diese Informationen. Aber dann denkst du, er ist fertig. Nach 20 Minuten, er ist fertig, oder? Nein. Oh, Dame, Monsieur. Oh, da hinkommt. Er geht weiter und weiter und weiter. Nach 4 Sprachen. Ich dachte, okay, jetzt ist er fertig. Aber nein, er kam zu mir. Und er tut es in Gebärdensprache. In Gebärdensprache. Er war, Gleis 5, Departure nach Zürich. Ah. Was macht er? Aber es gibt Sachen, die ich auch also nicht verstehe von SBB. Zum Beispiel die Ticketautomaten, die Billettautomaten. Habt ihr schon versucht, eine Fahrkarte mit der Ticketautomaten zu lösen? Man braucht einen Bachelor von der SBB-Universität, um ein Ticket dort zu lösen. Es gibt nicht 300 Fragen. Es gibt 300 Fragen. Bist du Erwachsenen? Hast du einen Halbtags? Hast du Diabetes? Hast du Typ 1? Was fragt man als Alter? Dann man antwortet an die Frage und es kommt, sagt man. Jetzt kommt die letzte Frage und wir werden wissen, falls es funktioniert hat. Jetzt, letzte Frage. Weißt du, welche ist die letzte Frage von den Fahrkartenautomaten? Funktioniert. Es ist nicht funktioniert. Fast. Also die letzte Frage ist, würdest du lieber via Luzern oder via Olten fahren? Alter, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Via E-Mail. Also, nicht mehr als ein Anhang.
das, ich wollte nur nach Bern gehen, also es ist nichts. Okay, Leute, das wäre es für die erste Teil. Danke vielmals. Leute, das war die. Danke, ich bin fertig. Also Leute. Falls ich etwas in der Schweiz gelernt habe, ist das, egal wie schwer ich fahre, egal wie kaputt ich bin, ich werde immer aufstehen. Okay? Ja. Da meine Krankenkassen-Selbstbehalt 2500 Franken ist, so Spitalaufenthalte kann ich mir leider nicht leisten. Das ist meine Situation. Es gibt viele Leute, leider haben keine Selbstbehalt. Ich habe einen Selbstbehalt. Aber falls ich keine Selbstbehalt hätte, würde mein ganzes Leben anders aussehen. Ich würde meine Krankenkasse so oft wie möglich nutzen, okay? Ich würde vielleicht im Haus mit meinen Kollegen sein und eine von ihnen sagt vielleicht, hey, lass uns die Bar wechseln, ruf mal ein Uber. Ein Uber? Ich rufe eine Ambulanz, ich habe keinen Selbstbehalt. Das ist eine Frage. Ja. Aber da ich einen Selbstbehalt habe, ich gehe keine unnötigen Risiken ein. Aber ich habe Kollegen, die viele unnötige Risiken eingehen. Zum Beispiel, neulich hat einer meiner Kollegen ein Hausgeburt gehabt. Ein Hausgeburt. Und ich sagte ihm, dass ich es für ein unnötiges Risiko halte. Und er sagte mir, nein, es ist doch romantisch. Romantisch? Ja, vielleicht, wenn du in einer Villa in den Hügeln der Toskana geboren bist. Aber nicht, wenn du in einer Wohnung in Olten geboren bist. Das ist nicht romantisch, das ist pathetisch. Was machst du? Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Dass du eines Tages deinen Sohn nach Olten bringst? Sohn. Siehst du diesen Balkon mit den Marihuana-Pflanzen? Siehst du es? Du bist dort geboren worden, Sohn. Du bist dort geboren. Es war so schön. Sohn, du bist um 22:01 auf die Welt gekommen. Und ich erinnere mich, da deine Mutter vor Schmerz schrie und der Nachbar kam, um sich zu beschweren, dass es Ruhezeit war. Es war Ruhezeit. So. Es war so schön. So, wir müssen die Plazenta in den Kompost werfen. So, die Kompost. Ich sag so. Am nächsten Tag unten wird die Bettwäsche nicht waschen, weil wir die Waschmaschine nicht gebucht hatten. So, wir hatten es nicht gebucht. Das war schrecklich. Und die Krankenkasse hat die Kosten nicht übernommen. Das ist das Schlimmste. Aber Leute, jetzt bin ich fertig mit meiner Krankenkasse, okay? Da ich festgestellt habe, dass die Unfallversicherung 100% von der Kosten übernimmt. 100%? Ja. Es muss einfach wie ein Unfall aussehen. Das ist was. Letztes Jahr hatte ich eine Blinddarmentzündung, okay? Ich habe mir selbst in den Bauch gestochen. Dann ich bin zum Personalabteilung meiner Firma gegangen. Okay, Oi, Susan, ich bin gerade jetzt auf eine Kochenmesse gestolpert. Hast du vielleicht das Suva-Formular? Hast du das Suva? Und dann sagte sie, ja, oh, der Blindarm ist auf der anderen Seite, du alter Schlawiner, du. Also, bin umsonst gestochen. Okay. Aber Suva ist die beste Unfallversicherung, die ich kenne. Suva ist wirklich toll. Zum Beispiel, neulich hat eine meiner Arbeitskollegen ein Baby bekommen. Und Suva zahlt
alles. Sie zahlen für die Kita, sie werden die Kindergarten zahlen bis zur Universität, alles. Ja. Da ist ein Unfall war. Jetzt muss ich alles selber zahlen. Vorher, ich war in der Armee für ein Jahr, in der Schweizer Armee. Ich weiß, es interessiert niemand, aber danke eine Person, der hat die Armee gern. Leute, habt ihr Angst, dass der Krieg sich ausweiten kann? Habt ihr Angst? Ja, ein bisschen. Also, ich war ein ganzes Jahr in der Schweizer Armee. Ich kann es euch garantieren, dass ihr müsst ein bisschen Angst haben. Es ist nicht, wir sind nicht bereit, okay? Es ist nur eine Gruppe von Teenagern, es ist Armee. Ist doch anders. Schweizer Armee ist eine andere Armee. Wusstet ihr das, dass mit dem Gewehr, wir kriegen auch eine Schalldämpfer? Wusstet ihr das? Falls wir kämpfen, nach 22 Uhr müssen wir die Schalldämpfer probieren. Es fliegt. Ja. Sonst kommt die Militärpolizei. Das ist ein anderer Weg. Auch Kampfsituationen sind etwas anderes. Falls du im Wald bist und jemand erschießt, du musst die Leiche nehmen, aufheben und in den Kompost bringen. Du kannst nicht die Leiche im Wald lassen. Das ist Pflicht. Wir haben auch Schweizer Tradition. Alles schießt am Sonntag, okay? Auch die Front. Die Front schießt am Sonntag. Es schießt. Es verwirrt die Feinde. Sie kommen sonntags morgen ganz verwirrt. Und sagen, also kämpft ihr heute nicht? Aber nein, wir kämpfen nicht sonntags. Falls es dir nicht gefällt, geh zurück in dein Land. Das ist wie es ist. Leute, ich bin ab und zu bin ich eifersüchtig von der anderen Armee. Also ich sehe im Fernsehen die amerikanische Armee. Und sie haben alles diese schicke Fahrzeuge, oder? Sie haben die Jeeps, die Hammer. Weißt ihr, mit was wir fahren? Mit der Bahn. Wir sind herum. Mit der Bahn. General, wie kommen wir an die Front? Oh. Interregio 5. Wir müssen in Arbolda umsteigen. Du brauchst auch ein extra Ticket für die Bazooka. Es ist nicht im Griffen. Das ist so. Das ist eine schwierige Armee, weil die sprechen auch drei verschiedene Sprachen in dieser Armee. Oder? Ich denke, es wird Situationen geben, die sehr schwierig sind. Zum Beispiel, ich stelle immer mir vor, vielleicht aus Tessin, wir wissen, dass es kommt ein Luftangriff in Zürich. Und unsere Funker wird die Bataillon in Zürich. Also eben vorwählen. Er nimmt die Funkgerät und er sagt, Attacco, 5 Minuten. Und die Zürcher denken, die Pizza ankommen. Die sagen, ja. Wir sind im Bunker. Wir kommen gerade raus. Aber was? Nein. Eine andere Situation, als ich führte. Ich bin im Wald mit Luigi. Ich höre Deutsch, ich schieße dorthin. Dann ich komme dort und ich bin ein Luigi. Er hat ein Rolex, es ist kein deutscher Soldat, ein Schweizer Soldat. Ein Luigi, wir haben einen Fehler gemacht. Und der Typ ist dort mit einer Kugel im Nacken. Luigi, ich weiß nicht, falls er steht oder falls er spricht Schweizerdeutsch, egal, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen. Und dann der Typ holt sein Rolex aus und er gibt es mir und er sagt, das ist für Greta. Und Luigi sagt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ist gratis. Wir müssen mit Luigi. Das wird peinlich. Und jetzt bin ich fertig mit der Armee. Ich arbeite jetzt in einem Büro. Ich mache viele virtuelle Meetings.
arbeite viel an meinem Computer und ich habe diese Telekonferenz die ganze Zeit. Und es gibt Sachen, die stören mich auf diese Videokonferenz. Zum Beispiel, ich habe gern, dass ich bin anständig. Ich habe immer ein Hemd auf die Videokonferenz. Aber es gibt Leute, die einfach schrecklich aussehen. Habt ihr schon gesehen? Es gibt Leute, die schrecklich sind auf der Videokonferenz. Einer meiner Arbeitskollegen hat mir gefragt, Mike, darf ich dir etwas fragen? Ja, sicher. Ja, Mike, du bist zu Hause. Wieso hast du ein Hemd? Ich sage, Beat, du bist auch zu Hause. Wieso, du siehst wie ein Obdachloser aus. Wieso, Beat? Es ist komisch. Dann gibt es auch jetzt Leute, die haben diesen komischen Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Dass sie haben einen Hintergrund. Und zum Beispiel Beat hatte eine Insel und er sah, wie er dort gestanden war. Wirklich schrecklich. Also ich sage, Leute, falls ihr einen Durch- und einen Hintergrund haben wollt, also ist besser etwas nützlich zu haben. So, zum Beispiel, ich habe die Meteo. Das Meteo habe ich intern, Meteo das der Woche, Wettervorschau. Und dann, wenn jemand mir etwas fragt, Mike, was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, dass die Hochdruck von Nord wird das Wetter stabilisieren. Danke, Beat. Weißt du, das ist auch. Also gibt Leute auch bei mir im Büro, die haben Angst vor der künstlichen Intelligenz. So alles ist ChatGPT. Diese künstliche Intelligenzmodelle, man schreibt und man kann etwas antworten, direkt automatisch. Und es gibt Leute, die haben Angst, dass das unsere Arbeit übernehmen wird, dass die ganze Gesellschaft wir ändern will. Und ich hatte einen Kollegen, der war wirklich sehr, sehr gesorgt. Er war so, nein, aber diese ChatGPT-Dings wird unsere Jobs übernehmen, wird unsere Jobs machen. Ich habe Angst, aber krieg. Du arbeitest für der Stadt, okay? Ein Stein kann deinen Job machen, okay? Ein Stein kann deinen Job machen, krieg. Falls dann ChatGPT wird den Job nehmen und er wird für die Gemeinde arbeiten, er wird verwirrt sein, ChatGPT. Was meinst du? Es ist 9 bis 3 und ich kann am Mittag vergehen. Ist es das Teil von meinem Job? Ich muss an die Kaffeemaschine stehen? Ist das, was ich machen muss? Das ist ChatGPT. Ist nicht lustig, falls Leute nicht ChatGPT benutzen. Ich benutze ChatGPT, sorry. Aber bei mir am Arbeit gibt es auch viele Leute, die kommen in Initiative, neue Initiativen. Zum Beispiel Yoga. Jetzt alles wollen Yoga machen. Wer macht Yoga? Es gibt Yogi hier. Jemand, der macht Yoga? Yogis, ein Yogi dort. Okay. Ich habe Yoga probiert, also ich verstehe es nicht. Mein ist nicht mein Ding, okay? Yoga ist nicht mein Ding. Ich weiß nicht, was ihr es versucht habt, Yoga zu machen, aber die Stellung, die Positionen, die Posen haben nichts zu tun mit der Realität. Kennt ihr die Stellung des Baumes? Kennt ihr das? Stellung des Baumes? Habt ihr schon gehört? Stellung des Baumes ist, genau, wer weiß. Stellung des Baumes ist so. Sieht es aus wie ein Baum zu euch? Sieht es aus wie ein Baum? Oder eine andere, die Stellung des Kriegers. Kennst du die Stellung des Kriegers? Auch sehr berühmt. Aber ich habe nie einen Film gesehen mit einer Kampfsituation. Und dann die Kämpfer werden so, okay Leute, sind wir bereit zu angreifen? Sind alles bereit in einer Reihe? Okay, sind wir alles bereit? Wir greifen jetzt, okay? Los! Ich denke, wir gewinnen. Ich bin nicht sicher. Ich sehe nur Bäume. Ich weiß nicht. Okay, Leute, das wäre von mir. Danke.